Na hallo, Zuckerpüppchen. Lipgloss gibt's heute billiger als sonst. Na, letzte Packung Toilettenpapier ergattert? Ja, hast du kein Zuhause? Brauche ich eins? Was mit dem? Gehört er zu dir? Nee, die Töle liegt ja schon den ganzen Morgen. Aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen. Leben müssen. Das waren die letzten öffentlichen Worte unserer Kanzlerin. 3 Wochen später brannten die ersten Autos. Nochmal 3 Wochen später trafen die Pflastersteine keine Polizisten mehr, sondern die Glasfassaden der großen Banken, der staatlichen Einrichtungen und sogar die der kleinen Tante Emma-Läden. Weißt du, da wo du noch die Gummimäuse für 10 Cent das Stück bekommen hast. Heute ist auf den Tag genau seit 4 Jahren Totenstille. Ich habe früher Mucke gemacht. Vom Leben auf und mit der Straße habe ich gerappt. Zu dem Zeitpunkt habe ich nie wirklich daran gedacht, mal obdachlos oder auf der ernsthaften Suche nach was Essbarem zu sein. Digga, vom großen Geld haben wir geträumt. Jeden verdammten Tag. Wir waren der größte Haufen Nichtsnutze, den du dir vorstellen kannst. Aber wir waren glücklich. Und das war uns immer das Wichtigste. Warum die Maske? Keine Ahnung. Habe ich mal in einem Film gesehen. Fand ich irgendwie cool. Das Leben ist wie ein Jojo. Manchmal fällst du, aber du darfst nicht vergessen, wieder nach oben zu kommen. Sonst droht der geistige Stillstand oder so. Habe ich mal gelesen. Den hier habe ich vor 2 Monaten getroffen. Ich habe eigentlich das Gleiche gemacht wie jeden Tag. Häuser ausgeräumt. Und er saß auf einmal vor der Tür und hat gebellt, als hätte er gewusst, dass ich da drin bin. Hast du gewusst, dass Hunde viel besser darin sind, den Menschen zu lesen, dessen Absichten, Ängste oder generelle Gefühlslagen zu erkennen? Digga, ich auch nicht. Naja, seitdem sind wir zusammen unterwegs. Ich gebe ihm die Hälfte von meinen Vorräten ab. Und er zeigt mir, wo noch mehr Vorräte sind. Das ist wie Yin und Yang. Bonnie und Clyde. Jules Winfield und Vincent Vega. Shrek und der Esel. Mann, wir sind einfach ein gutes Team. Und er ist mein bester Freund. Denn er ist der Einzige, der mir noch geblieben ist.
Meine City, meine Stadt, meine Hood, meine Jungs, mein Leben, meine Family und meine Philosophie. Unterschätze ich nie, der Geruch von Haze, der mich durch die Straßen zieht, ja. Meine Gegend hier 317, aufgewachsen und hier geblieben. Hier verliebt in das Girl von drüben, die Attitüde, lieber chillen als grübeln. Und trotzdem ist das hier meine Heimat. Kenn jede Straße und jede Einfahrt. Kenn jeden Nachbarn und jeden, der frei hat. Kenn jede Bar und jeden, der feiert. Hat hier mein erstes Mal und auch mein zweites. Corona fickt, Unternehmen gegen Pleite, doch ich mach weiter auf dem Weg, warten Preise. Doch bis dahin ist meine Stadt, wo ich bleibe. Lass mich dir mal was erzählen. Auf der einen Hälfte der Weltkugel gab es kaum trinkbares Wasser. Und auf unserer gab es zu viel von allem. Und wir haben uns frei gefühlt, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn Dante recht hatte, dann finden wir uns alle im dritten und vierten Kreis der Hölle wieder. Vielleicht ist das hier die Strafe für unser Vergehen. Das ist doch Wahnsinn. Wir hauen uns für eine Rolle Papier, mit der wir uns den Arsch abwischen, auf die Fresse, weil wir lieber horten, anstatt zu helfen. Nur die allernötigsten Dinge erledigen. Wenn es geht, zu Hause bleiben. Mehr wurde doch gar nicht verlangt. Trotzdem rannten wir wieder in die Läden, sobald sie geöffnet waren. Nur mal gucken. 2 Wochen zu Hause geblieben. Reicht doch langsam. Und so schlich sich der Tod dieser Welt, wie wir sie kennen, in unsere Häuser. Was heißt schlich? Er hat die Tür eingeschlagen. Wie Jack Nicholson in Shining. Obwohl, das ist auch nicht ganz richtig. Ihr habt freiwillig geöffnet. Kamerad. Hallo, wach werden. Dicker, aufwachen. Moin. Boah, der hat dich ja richtig ausgenockt, der Bastard. Wow. Ich hab gedacht, du bist verrückt, ey.